Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in der Nähe von der Vault 114, haben ja einen Privatdetektiv das Leben gerettet, dem verehrten Nick Valentine, und ja, wir werden ihn jetzt besuchen gehen, denn er wird uns helfen, oder er möchte uns gerne helfen, Sean zu finden. Dazu müssen wir nach Diamond City und da können wir uns direkt zum Markt hinborden. Das ist supi. Jo. Und dann, was machen wir dann? Ich würde mal meinen, wir schauen weiter, wie es mit Seans Quest oder seinem Auffinden weitergeht. Wenn es eine brauchbare Quest ist, würde ich gern dort weitermachen. Ansonsten suchen wir uns einfach eine andere, die uns gerade passt. Eine andere Quest, jawohl. Aber zuerst, da vorne. Heilige Scheiße! Das nenne ich meine Rüstung! Danke. Glaube ich. Warte, da müssen wir... Warte, wie ging das schnell? Da hinten? Na, warte, wo war das jetzt schnell? Da konnte man irgendwie... dahinter los. Da oben, ne? Kauf bei Commonwealth Weaponry! Da so und hier so und dann so. Richtig. Und hier konnte man da rein. So. Dararam, didel, didel, dam, dam. Ellie, bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Ah. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht. Aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Ja, bitteschön. Wegen meines Falls. Sarkastisch. Gerne doch. Bezahl mich. Gerne doch. Gern geschehen. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier. Hier sind die abgemachten Kronkorken fürs Suchen. Und ein kleiner Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Da muss ich auch vorher die Rüstung ausziehen. Ich hoffe, das geht so. Ja, gehen tut's einmal. Das ist fesch. So, na dann, setzen wir uns. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Jupp. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Den Mord beschreiben. Vault 111 beschreiben. Sean beschreiben. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Mord. Die Vault wäre nicht schlecht zuerst, ne? Alles der Reihe nach eigentlich. Mit der Vault hat sie ja begonnen. Das ist die Frage. Wirst du jetzt reden? Mein Mann wurde... ermordet. Er wollte Sean beschützen und dann haben sie ihn einfach. Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. Was kannst du mir noch erzählen? Oh, das wäre doch alles gegangen. Na gut, dann die Vault. Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. An was erinnerst du dich noch? Sean beschreiben. Wir suchen nach meinem Baby. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Gunner, Supermutant, Raider, das Institut. Gunner. Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein... ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Supermutanten? Supermutanten?
Wer sind die? Groß, grün, muskelbepackt. Hulk. Mit anderen Worten, schwer zu übersehen. Die können wir wohl ausschließen. Und Raider? Glaubst du, es könnten Raider gewesen sein? Das bezweifle ich. Die können sich nicht mal selbst organisieren, geschweige denn sowas Kompliziertes hinbekommen. Dann bleibt nur noch das Institut. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Großartig. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Mhm. Du bist ein Prototyp. Du weißt nichts? Schon suchen. Du bist einer von ihnen. Ein Prototyp. Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß, ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Super. Du weißt nichts? Du weißt nichts über sie? Wirklich? Irgendwelche Sicherheitseinstellungen blockieren die Erinnerungen. Nicht nur bei mir. Jeder Synth, der auf den Müll kommt, zurückbleibt oder flieht, hat das gleiche Problem. Wahrscheinlich eine Art Sicherung. Mhm. Sean suchen. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Markante Stimmen. Hatte eine Waffe. Outfits beschreiben. Glatze und Narbe. Fangen wir mit oben an. Die Stimme werde ich nie vergessen. Tief und rau. Wie Schmirgelpapier. Ha, das ist nicht viel. Aber eine harte und autoritäre Stimme kann einen in diesem Geschäft weit bringen. Was noch? Hatte eine Waffe. Der Kerl, der meinen Mann getötet hat. Er trug eine Handfeuerwaffe. Dieses Geräusch. Vielleicht ein großkalibriger Revolver. Ha. Langsam bekomme ich eine Vorstellung von unserem Täter. Kannst du mir noch mehr erzählen? Sure. Outfits beschreiben. So. Die Frau trug eine Art Schutzanzug, glaube ich. Der Mann hatte so ein Metallding an seinem Arm. Vielleicht eine selbstgebaute Rüstung. Viele Söldner machen das, um hart auszusehen. Der Schutzanzug ist interessant. Sowas können sich nur wenige Söldner leisten. An was erinnerst du dich noch? Die Glatze und die Narbe. Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Kellogg, sarkastisch. Könnte sein. Nein. Könnte sein. Vielleicht habe ich... Alles war so trübe. Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Was, 10 Jahre alt? Er ist in der Stadt. Anders entführt das Kind. Es ist Sean. Es ist nicht Sean. Er ist in der Stadt, fragen wir so er mal. Er wohnt hier? Ist er noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Ja. Ach du Heilige. Ich möchte gerne mal aufstehen, richtig. Und vor allem in meine Powerrüstung. Ja, Alter, ich mache gleich Platz. Ich mache ja schon Platz. Ist ja schon gut. Ich hoffe, Sie haben noch Fusionskerne übrig. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Könnte ich theoretisch auch mal wieder einnutzen. Wir haben ja eh so viel.
Also, die waren Waffen, glaube ich, ne? Waren die nicht hier dabei? Nein. Diverses, oder? Nein. Verflixt. Munition, sowas. Da ist er ja. Ach ja, ich muss hier wieder... Okay, scheiße. Ich muss dann die Rüstung wieder ausziehen, ne? Okay, ist das blöd. Das ist blöd. Da ist ja einer drin. Was hat sie denn für Probleme? Wahrscheinlich, weil er nicht ausgerüstet ist, oder was? Inventar. Kleidung. Verstehe ich gerade nicht. Ist ja wurscht. Nein, verkehrt. Ist ja egal. Keine Zeit verdrödeln. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht, wieso wir Valentine erlauben, in der Stadt zu leben. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz designer. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Ja, und was soll uns das nun helfen? Wah! Um Gottes Willen. Entschuldigung. Huch! Geh bitte vor. Vorruck. So, Entschuldigung. Bin nur leicht abgerutscht. Geht schon weiter. Geh ich halt vor. Na, jetzt kommt er ja. So, und wohin jetzt? Boah, da ist eine schöne Aussicht. Hm? Wo ist er denn? Da. Ah, da vorne ist die hinten. Huch. Da wären wir. Halt die Augen auf, ja? Mal sehen, ob ich... Aha, Nein! 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 Ach komm schon! Da war's ja ganz kurz. Gekommen. Ja! Die Aufträge. Dann schauen wir mal nach. Sehen wir uns etwas um. Kerlock muss irgendwas zurückgelassen haben. Wahrscheinlich wieder eine Bombe, auf die ich gleich treten werde. Ein Wischmopp, ein Fernseher. Super Alkohol. Das ist auch verdammt klein vor. Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Das ist wieder großartig, ne? Mit Alkohol und so, unser Armer schon. Wenn er das wirklich ist, hat er kein gutes Vorbild. Nichts. Oder unten ist was. Ja, habe ich eigentlich schon. Da ist eigentlich auch nichts. Das ist ein Batschen, oder? Nein, das schaut so aus. Ich sag's dir, hier stimmt etwas nicht. Halt Ausschau nach was Auffälligem. Nach einem Schalter oder Knopf. Aha. Da ist sicher er drin geschlafen und hier ist unser Baby geschlafen, wahrscheinlich. Kaffeekanne, Mais. Also wie der Mais ausschaut, ne? Warte, was wir den echt mit essen. Handschellen? Bitte hör auf! Ich will mir gar nicht ausmalen, was der Mistkerl damit gemacht hat. Ein Schalter. Wo soll bitte so ein Schalter sein? Ach so, eh hier. Knopf aktivieren. Auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Na, servus, Kaiser. Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Was? Das Makadusche, okay. Ich nehme da mal alles mit. So, und hier, und das. Schöne Vorratsgeschichte ist das hier. Servus. Was
war da? Ölkanister. Was? Schachtel Zigaretten? Hoffentlich hat Sean nicht angefangen zu rauchen. Also ich habe nichts gegen Raucher, aber in meinen 10 Jahren. 40er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Ich habe mich gerade gewundert, was ist das, seit wann sie die Sachen aufzählt. So. Schmutziges Wasser. Hurra! Patronenjagdgewehr. Chemieglas und Impulsmine. Mhm. Was soll der ernste Blick? Sag was. Vorschläge? Dogmeat einsetzen. Dogmeat. Ich frage mich, ob Dogmeat seine Fährte aufnehmen kann. Das ist gar keine schlechte Idee. Manche Hunde hier in Commonwealth können Leute über Meilen hinweg aufspüren. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst... Ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Dein Rat? Ich weiß nicht. Komm mit mir. Wiedersehen, Nick. Dein Rat? Irgendwelche klugen Ratschläge? Wenn Kellogg wirklich deinen Sohn entführt hat, dann ist er gefährlich. Das bist du aber auch. Du musst keine Angst vor ihm haben. Oder vor sonst irgendwas, das dir das Commonwealth in den Weg stellt. Dann komm mit mir. Ich will, dass du mir zur Seite stehst, Nick. Wow. Edda. Sanctuary Hills. Jo, bitte. Okay, schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. Okay, aber es hilft nichts, wir brauchen Dogmeat, das heißt, ich muss wieder, oh Gott. Entschuldigung. Wir machen doch noch was aus dem Commonwealth. Du musst die Sachen abnehmen, das war wahrscheinlich gar nicht schlau. Oh doch, so viel haben wir nicht. Nur für einen Moment. Nimm dir mal den Schrott. So. Das will noch. Ja, das passt schon. Das reicht zum Schnellporten. Gehen wir mal raus hier. Müssen wir uns leider porten. Ich hoffe, ich weiß dann, wie es hier... wie wir hier hinkommen. Aber ich... Dogmeat! Oh, du bist ja schon da! Ja, hallo! Dogmeat, schnüffel mal da dran. Hast du die Fährte? Hast du was gefunden, mein Junge? Ah, Hündchen, du bist spitze. Du bist ja schon da. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Und der Ding läuft hinten nach. Supi. Ich weiß, ich sollte eigentlich Edda wieder nehmen, aber nehmen wir mal ihn. Ist ja wurscht. Wiedersehen macht Freude. Echt, wa? Geht das so einfach? Im Yay! Im Supersalon bekommst du endlich deinen Traumhaarschnitt. Ist alles über die Frau aus der Zeit. Wo rennst du hin? Aha, komplett raus. Warte mal, können wir uns porten? Wo soll das sein? Okay, es hilft nichts, ich muss ihm nach. Hilft zu nichts. Müssen wir leider so hinterher. Cool, vielleicht sehen wir gleich unseren Sohnemann. Oh, da fällt mir gerade ein Level, ne? Level up. Das heißt, wir dürfen skillen. Da werde ich gleich wieder, wenn es jetzt möglich ist, unsere Schusswaffe verbessern. Ich dachte, das hätte ich gemacht. Hm. Da, 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 da. Da, 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 da. Aber wahrscheinlich zeigt es nur an, dass wir das Talent mit Level 18 erlernt haben. Und für das nächste Talent braucht man nämlich Level 31. Ich bilde mir ein, das war Level 31. So. Und Tee. Boah, Tässchen Tee wäre jetzt auch gut. Kann ich? Jawohl, stimmt ja. Level 31, passt schon. Das dauert noch lange, bis hier weitergeht.
schwarze Witwe. Wäre auch nicht schlecht. Warte mal. Zwecks Skillen. Was brauchen wir denn da noch? Das dauert bis 41, alter Schwede. 25 und hier Meister. Für Rüstungen, die Mods. Das wäre halt auch nicht so schlecht, dass sie skillen. Was bist du? Ach so. Was haben wir hier? Den Schmied. Finger. Es muss doch irgendwie Expertenterminals hacken. Hacken, genau. Hacken. Du kannst in Werkstattsiedlungen, Läden und Arbeitsstationen bauen. Lokaler Führer. Da gab es aber doch irgendwo Backesel mehr schleppen. Hightech-Geschichten. Gibt es denn da nicht irgendwo die Möglichkeit? Die Werkbänke zu verbinden. Das wäre auch nicht schlecht. Nuklearphysiker. Strahlungswaffen für seinen doppelten Schaden. Fusionskerne halten zusätzlich 50%. Das wäre auch nicht schlecht. Zu beruhigen. Ghoulisch. Irgendwo habe ich das mal gelesen, dass das möglich sein soll. Aber ich weiß nicht mehr wo oder wie. Aber scheinbar nicht im Skillbaum. Das geht da scheinbar nicht. Ja, ist ja wurscht. Dann nehmen wir, was nehmen wir denn? Puh. Eni, meni, mu. Wäre echt nicht schlecht, oder? Nehmen wir das. Pum. Nehmen wir das. Passt schon. So. Folge Dogmeat. Jawohl, weiter geht's. Da, ich werde mal ein bisschen nachladen. Boah, wir haben Munition. So. Die Händlerin ist nicht hier zufällig, nein. Na komm, mein Hündchen. Ich muss auch speichern. Ist einmal notwendig. Ich weiß, es war gerade hier gespeichert, aber trotzdem für mich selber. Dab, dab, dab. Was? Was? Warte! Da braucht jemand Hilfe, aber wo? Sie ist hier drin. Hilf ihr. Ich komm da gerade nicht rüber. Alter, gleich. Ich muss da rüber. Doch mit, komm mal mit. Da drüben braucht jemand Hilfe. Was ist denn da jetzt los? Hardware down. Was? Sie ist hier hinten. Schnell.
Nix da schnell. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Ja. Ich glaube, du kannst was tragen helfen. Hey! Rede weiter. Hier ist mein Angebot. Irgendwas ist da schon wieder faul. Nimm mal das ganze Klump hier. Ach, ich wollte das Zeug hier wegbringen. Ja, das war ich wieder super gemacht, ne? Kann nicht mehr tragen. Das ist auch super. Geh entlang. Achtung. Ich gehe da wieder raus. Es hilft nichts, ich muss das irgendwo reinschmeißen. Das ist jetzt gerade echt blöd. Ich muss die Äther wieder mitnehmen. Ich kann Valentine nicht mitnehmen, es geht nicht. Ich hoffe, dass Doc mit mir jetzt da nicht davon gelaufen ist, komplett. Dass ich da jetzt keinen Schmarrn, keinen Fehler mache. Ich muss das ausladen, das Zeug. Ich muss auch Edda mitnehmen. Das geht nicht anders. Das geht leider nicht anders. Alter, was wir für Graffel haben. Ist ja übel. Wir können uns eh hier hinporten. Das müssen wir ein bisschen später machen. So. Weit weg von zu Hause. Detective Valentine. Okay. Hey. Wie sieht der Plan aus? Gib mir alles, was du hast. Edda, wo bist du? Ich teile dich gleich ein zur Feldarbeit. So. Der gesamte Schrott kommt da rein. So, ebenfalls auch meine Waffen, die ich nicht brauche. Den Schläger behalte ich vielleicht sogar mal. Der kommt weg, der kommt weg. Der kommt weg. Der Vorschlaghammer macht aber mehr Damage. Dann kommst du weg. Für dich habe ich keine Munition. Du musst derweil auch weg. So, den Filzhut. So, das kommt alles mit weg. Hilfsmittelchen, da haben wir auch sicher viel Zeugs, das wir nicht brauchen unbedingt. Das tue ich mal alles weg, das ist echt viel. Gebacken, Gemüse, Gummibonbons, das tue mal weg. Das und das und das und dieses auch und sowieso das und das und die auch und das alles kommt weg. Ah, die nicht. Die Köterquellen brauche ich. Das tun wir mal alles weg. Eine Suppe gibt es dafür auch. Okay. Mais kommt weg. Der Happen. Die Melonen. Die Beeren. Die tun wir weg. Boah. Das auch mal weg. Verschimmeltes Essen. Das schmutzige Wasser, der kommt weg. Da können wir auch mal zwei reingeben. Die kommt weg. Der kommt auch weg. Die auch. Und der kommt auch weg. So, haben wir noch irgendwas? Müsste passen. Ach, schon wieder verkehrt. Edda, wo bist du? Ich hoffe, Sie wissen meine Gesellschaft zu schätzen. Wir bilden ein sehr effektives Team. Was könnte man daraus machen? Einen Moment, bitte. Wonach du suchst, das weiß ich. Entschuldigung, da musste ich wieder husten. Edda, musst du jetzt das Klingkorn ernten? Edda, warte. Zu werden. Warte. Möchten Sie, dass ich Sie begleite? Jo, bitte. Alle Systeme bereit? Alle Systeme bereit. Bin bereit und warte. Also, sollen wir aufbrechen? Gerne. Komm, wir brechen auf. Wunderbar. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu reisen.
Du bleibst hier. Und den Valentine lassen wir gleich arbeiten. Du kümmerst dich um... Ich hätte so gerne, dass sich jemand mal um sie hier kümmern kann. Verstehe ich nicht. Kannst du dann hier Wache halten? Ich hoffe, das geht. Ja. Perfekt. Hi, Kotzi. Wie geht's dir? Hey, Cotsworth. Darf ich Sie begleiten, Ma'am? Oh Gott, das halte ich nicht aus. Sollen wir Kotzi mitnehmen? Mein Gott, ich halte das nicht aus. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar. Was hat denn der da alles drin? Okay, nichts Schlimmes, also nichts zu Wichtiges, aber... Puh. Alter Schwede. Ein bisschen viel drinnen. Wurscht. Gut. Wir müssen jetzt zu Doc und Meat. Das geht sich noch aus, vielleicht in dem Part, dass wir jetzt Doc Meat folgen können. Und die Spur zu Sean weiter aufbauen, ausbauen, verfolgen, so. Ich will nicht, dass es lädt. Na hopp, komm schon. Lad ein bisschen schneller, bitte. Naja, Klebstoff ist nicht wirklich selten. Also Kleber. Wenn er jetzt auf das hinaus will, weil da brauchst du nur dieses Gemüse, diese Gemüsestärke da kochen und dann hast du Kleber ohne Ende. So, hallo Hündchen, auf geht's. Dam, dam, diram, dam. Wuff, wuff. Ja, ich komme ja schon. Bin ja hinter dir. Ja, und jetzt? Schmutziger Aschenbecher, San Francisco Sunlight. San Francisco Sunlight. Kelloggs Lieblingssorte. Bingo. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Was zum Teufel? Alter Schalter! Ist schon gut, ist schon gut. Alter! Du Sauviech, du dreckiges. Wow, das ist ein Geruch. Yeah. Mahlzeit. Danke, ihr zwei. Das habt ihr fein gemacht. Ja, richtig. Es mir sofort ein Speichern wert. Puh, blödes Mistviech. Na komm, Hühnchen, weiter geht's. Das schaut auch irgendwie alles komisch aus hier. Aha, den Gleisen entlang, okay. Braves Hundi. So, wohin nun? Okay. Geht nicht, ist klar. Alter, warum? Warum geht der Schüler nicht? Der erste ist hin. Du blöde Raunz. Hm.
ja ekelhaft. Leuchtende Maulwurfsrounds. Jawohl. Großartig, echt. Aufgeladen ist. Gut. Dann gehen wir weiter. Halt, drüben ist was. Das sind, glaube ich, viele Pilze. Oder gar keine. Was ist da? Red Away. Super. Ah, drum ist die leuchtend. Dogmeat. Da ist er. Heureka! Halt. Mhm. Aha, hier runter. Aha. Okay. Aha. Da haben sie scheinbar Pause gemacht. Blutspritzer. Raider. Aha. MG-Geschützturm. Na super. Blutige Verbände. Eine gute Fährte für Dogmeat. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Das ist schön. Raider, okay. Ah, geh mal raus da. Okay, hier rauf. Das ist Hirnpilz. Mm, super. Hühnchen. Kackhund. Wo bist denn du, Scheißvieh? Hallo? Wo ist das andere Köderviech jetzt? Wo ist der Köder hin? Da? Ja. Hühnchen. Und die? Wo bist denn? Da. Irgendwo, da drüben. Ich sollte mal speichern. Und nachladen. Was haben wir da? Nix, ne? Dann gehen wir halt weiter. Schaut so verdächtig aus, immer so am Wegesrand. Aha, da vorne ist schon wieder was. Oh, ein Bär. Wow, oh Gott. Unser erster Bär. Warte mal. Wo kommt sie jetzt wieder her? Okay, das geht schon wieder nicht. Glaube ich, ey. Okay, ich sollte nichts essen. Aha. Wo sind denn eigentlich meine Freunde?
auch gleich erledigt. Bombe, Bombe, Bombe. Was ist mit dir? Jawohl. Was willst denn du, Kackviech? Passt. Auch erledigt. Kackviech. Fast erledigt. Erledigt. Ein Nervbolzen. Erwischt habe ich was. Jawohl. Wo ist noch jemand? Jawohl. Ah, weg mit dir. Sind wir jetzt fertig hier? Schaut gut aus. Alter Schwer. Wow, Brahim. Armes Viechlein. Puh. So, euch geht's gut. Das freut mich. So, her mit dem ganzen Klumpert. Alter Schalter. Ja, ja, Hundi, gleich. Komm her. So, wo ist der zweite Roboterhaufen? Da müsste es nämlich noch irgendwo einen zweiten geben. Zumindest hier sind ein Haufen Raider. Das bin ich dann sicher bald überladen. So, haben wir jetzt alle Deppen. So. Aufgepasst. Ich helfe gern. So, kriegst ein bisschen was ab. Kriegst gleich die schweren Sachen. So. Dann hier gleich mal. Kannst gleich mal das ganze Klumpert haben. Dann. Ja, kannst auch ein bisschen Schrott tragen. Passt. Ist wieder zum Aushalten. Gerne weiter, wenn ich kann. Na, Servus, Kaiser und hergerichtet schon wieder. Mhm. Ach, boah, wo sind die denn hingelaufen, bitte? Ach, du Heilige. Es ist ja auch schon wieder Schluss für heute. Darunter. Okay, jetzt bleiben wir mal hier stehen. Hier drinnen sind wir, denke ich, mal ein bisschen in Sicherheit. Ich hoffe es halt. Und ich beende mal den Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!